Herzlich willkommen zum täglichen Monolog am Montag. Der Antisemitismusbeauftragte der Bundesregierung, Felix Klein, hat in einem Interview gesagt, dass Campino für seinen Auftritt beim Echo mit dem Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet werden sollte. Da hätte sich Campino im wahrsten Sinne des Wortes zum Erfolg gezittert, wie Michael J. Fox 2011 bei der Goldenen Kamera. Man sollte niemanden mit dem Bundesverdienstkreuz auszeichnen, der hauptsächlich folgende Reaktion hervorruft. Oh Gott. Aber er hat ja recht. Da gibt's bestimmt bessere Kandidatinnen. Es ist ein sehr leckeres Gericht. Ich glaube, das ist auch ganz beliebt in Hessen. Es kann auch warm sein oder kalt. Das ist rosa, rot und rund. Weil Schweine rosa sind. Jetzt drückt der Nächste auf Stopp, Thomas. Rippsche. Welches traditionelle Gericht haben die Kinder bestimmt? Mit Kraut. Rippchen mit Kraut. Rippchen mit Kraut ist richtig. Genau, das ist es. 150 Punkte. Das erste Treffen der GroKo-Regierungsfraktion findet auf der Zugspitze statt. Verstehst du? Wegen Gipfel. Ich glaube, Alexander Dobrindt findet das als einziger witzig. Und Nahles und Kauder waren eh schon genervt von ihm, als sie das beschlossen haben. Und es war spät und Dobrindt wäre sonst nicht Zähne putzen gegangen. Da haben sie einfach nachgegeben. Dobrindt hat sich vor dem Treffen noch zum Fall Elwang geäußert, wo der festgenommene Geflüchtete jetzt gegen seine Abschiebung klagt. Wer mit Klagen die Abschiebung von kriminellen Asylbewerbern verhindert, der arbeitet nicht für das Recht auf Asyl, sondern gegen den gesellschaftlichen Frieden. Es ist nicht akzeptabel, dass eine Anti-Abschiebe-Industrie dafür sorgt, dass die Bemühungen des Rechtsstaates unterlaufen werden. Es ist immer wieder erstaunlich, in wie wenig Worten Dobrindt Dummheit, Ignoranz und Verfassungsfeindlichkeit unterbringen kann. Ja, der will nur Aufmerksamkeit, aber ganz ehrlich, selbst wenn ich hier rede, Aufmerksamkeit kriegt er hier nicht. Deshalb analysieren wir den O-Ton jetzt trotzdem mal. Wer mit Klagen die Abschiebung von kriminellen Asylbewerbern verhindert, der arbeitet nicht für das Recht auf Asyl, sondern gegen den gesellschaftlichen Frieden. Lasst euch das mal durch den Kopf gehen. Wer mit Klagen die Abschiebung krimineller Asylbewerber verhindert, arbeitet nicht für das Recht auf Asyl. Sowas Dummes habe ich nicht mehr gehört, seit ich erfahren habe, dass es Chikoman-Wachen gab. Wenn man mit einer Klage gegen das Recht arbeitet, dann arbeitet man auch mit einer Gießkanne gegen Blumen. Erstmal hat noch kein Gericht die Abschiebung des Asylbewerbers aus Elwang verhindert. Und wenn das passieren sollte, dann hat er nicht gegen den Rechtsstaat gearbeitet, sondern er hat ihn genutzt. Für seine Straftaten hier kann er übrigens trotzdem bestraft werden, ganz abgesehen von Abschiebung oder nicht. Und der letzte Satz? Es ist nicht akzeptabel, dass eine Anti-Abschiebe-Industrie dafür sorgt, dass die Bemühungen des Rechtsstaates unterlaufen werden. Okay, also hier wollte er jetzt ganz klar die Schlagzeile, die Anti-Abschiebe-Industrie, die sollte in die Überschriften, obwohl es sie nicht gibt, wie die Hitler-Tagebücher. Also Dobrindt regt sich darüber auf, dass man in einem Rechtsstaat nicht nach Belieben Menschen abschieben kann. Der Einzige, der den Rechtsstaat also unterlaufen will, ist Dobrindt selber. Und hier kommen wir an den entscheidenden Punkt. Wenn wir Bayern von Restdeutschland trennen, dann könnten wir Dobrindt abschieben. Pilar, wie machen Sie das, dass Sie wissen, wer kriegt was und sich das alles merken? Erstaunliche Neuigkeiten aus der Tech-Industrie. Es werden immer weniger SMS verschickt. Ja, 2012 wurden noch 60 Milliarden SMS verschickt, 2017 waren es 10 Milliarden. Mit anderen Worten, 2017 wurden noch 10 Milliarden TAN-Überweisungen gemacht, obwohl nicht ganz. 1000 SMS waren auch Mittelfinger-Emojis, die sich Schulz und Gabriel hin und her geschickt haben. Das war der tägliche Monolog für heute. Ich hoffe, ihr schaltet auch morgen wieder ein. Bis dahin, ciao.